Es gibt so einen bösen Satz, der heißt, Europa ist, was Deutschland bezahlt. Das halte ich nicht für richtig. Europa ist für mich die Zukunft. Zusammenschluss verschiedenster Interessenslagen. Die Wertegemeinschaft, aber natürlich auch ein starker Wirtschaftsblock. Europa ist für mich eine absolute Notwendigkeit. Aber eben auch Frieden und Wohlstand. Die gemeinsame Währung ist der greifbarste Beweis dafür, wie stark Europa sein kann, aber auch wo die Fußangeln liegen. Europa ist für mich die bessere Heimat. Unsere Idee war, mehr Dialog zu schaffen, mehr miteinander zu reden, mehr zuzuhören und zu lernen und vor allem nicht nur zu empfangen. Deshalb diskutieren wir immer vor den Veranstaltungen online, diskutieren nach den Veranstaltungen online. Viele Leute twittern, das nimmt immer mehr zu. Der Hashtag liegt auf den Tischen bereit, MGBER. Herzlich willkommen, wir freuen uns auf den Vortrag und das Gespräch. Er hat unter Oskar Lafontaine, könnte man sagen, gedient, unter Hans Eichel, Peer Steinbrück und Wolfgang Schäuble. Und selbst die Taz weiß noch Gutes über ihn zu sagen, denn sie erwähnt gleich zu Anfang, dass er sehr viel Fahrrad fährt. Wir freuen uns also auf das Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank. Herzlich willkommen, Jörg Asmussen. Das Thema lautet die Bedeutung des Handels für die Stabilität des Euro. Ich habe da kurz gestutzt, weil normalerweise würde ich das immer umgekehrt sehen. Es gibt kaum einen Wirtschaftszweig, der so sehr angewiesen ist auf stabile wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen. Und das gilt auch für die Metro, wo ein fleißiger Mitarbeiter der EZB herausgefunden hat, dass auf der Internetseite steht, der Konzern würde 60% seines Umsatzes im Ausland machen. Wobei ich mich immer frage, ob Frankreich Ausland ist oder wie das mit dem Binnenmarkt so ist. Also vielleicht könnt ihr das nochmal klarstellen. Der Handel profitiert von einer moderat, aber doch anständig wachsenden Weltwirtschaft. Und das ist im Kern die Frage, die Sie einem stellen, ist diese Krise schon vorbei? Ein Krisenelement ist die der öffentlichen Verschuldung. Eine ist die der privaten Verschuldung, dann gibt es eine der Wettbewerbsfähigkeit und eine Bankenkrise. Was wir ganz sicher nicht haben, ist eine Krise des Euros. Der Euro ist nicht ursächlich für diese Situation, er hat auch keinen Schaden genommen. Er ist weiter eine stabile Währung für über 330 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Wie er das meint, ist das auch sicherlich richtig, aber das scheint mir eher eine semantische Frage zu sein. Es ist eine Euro-Krise, die wir durchleben. Die Stabilität des Euros ist genauso wichtig wie eine Nicht-Überbewertung des Euros, wenn ich an unsere Exportchancen denke. Mit dem Euro steht und fällt Europa. Insofern erstaunt es manchmal, dass es Sehnsucht gibt, zurückzukehren zu alten Währungen, die sicher großartige Währungen waren, zu ihrer Zeit. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass man nicht immer nur darüber redet, was andere tun sollten, sondern dass man auch darüber reden kann, was man selber tut. Wir können über Frankreich reden, wir können auch über Deutschland reden. Wir waren damals der kranke Mann Europas, das stimmt. Aber wir waren in der Lage, uns zu reformieren. Wenn wir jetzt nicht weitermachen, dann riskieren wir in 5 bis 10 Jahren wieder der kranke Mann Europas zu sein. Aber man kann anfangen im deutschen Bildungssystem. Integration von Migranten in den regulären Arbeitsmarkt. Energieversorgungssicherheit, Ausbau neuer Infrastruktur, ein modernes Steuersystem. Das Megathema, das alles überlagert, ist der demografische Wandel selber. Weil er wird die Angebots- und Nachfragestrukturen unserer Volkswirtschaft komplett verändern. Es gibt Untersuchungen des IWF, und ich glaube, der ist hier völlig unverdächtig, die zeigen, dass wachsende Einkommensungleichheit schlecht ist für Wachstum. Eine wachsende Einkommensungleichheit führt dazu, dass die Akzeptanz für notwendige Reformen abnimmt. Wir werden in Zukunft Souveränität in Europa teilen. Ich glaube, durch geteilte Souveränität gewinnen wir Gestaltungsmacht der Politik zurück. Bedürftigkeit macht nicht vor Grenzen halt. Und so sehen wir das auch, dass wir uns gegenseitig unterstützen mit Warenflüssen oder auch mit Erfahrungen, um zu partizipieren. Und ich glaube, so kleinstaatliches Denken, das ist von gestern. Die einzelnen Nationalstaaten sind natürlich auch mehr als Europa, weil sie sind immer noch kulturell unterschiedlich geprägt. Wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland. Wir werden uns nie alleine in der Welt behaupten können. Sie haben etwas blumig formuliert, man müsse bei Griechenland noch etwas tun. Könnten Sie das vielleicht etwas präzisieren? Heißt das, dass man sich dann doch auf einen Schuldenschnitt einstellen will? Ich sehe gerade den vorderen Hirnlappen, der sofort eine Antwort hätte mit der Abteilung, okay, da ist auch die Presse. Da stehen 4 Bogenschützen und sagen, der eine sagt, ich schieße auf dich, wenn du was Falsches zum Thema Europa sagst.
Der Nächste sagt, ich schieße auf dich, wenn du was Falsches zum Thema deutsche Politik sagst. Ich wollte aber Ihnen nur ein bisschen Zeit verschaffen, damit diese ganzen drei Instanzen... Ich weiß, dass man solche Chancen, die ein Moderator bietet, irgendwann auch teuer bezahlt. Insofern. Mir nicht zu dem Thema, keine Sorge. Wenn Griechenland einen Primärüberschuss im Haushalt erreicht, das ist die erste Bedingung. Wenn das Land vollständig das Anpassungsprogramm umsetzt, das ist die zweite Bedingung. Und dann immer noch der Schuldenstand als nicht tragfähig angesehen wird. Dann wird die Eurogruppe zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Wie würden Sie den Beitrag des Handels selber beschreiben? Im Grunde genommen nur Warentransfer oder gibt es auch eine Integrationsleistung? Also wenn wir an den Ostseeraum zurückgehen, trifft das für die Hanse zu. Über Jahrhunderte. Das war eben nicht nur ein Güteraustausch, sondern man tauschte auch kulturelle Erfahrung aus. Das war damit verbunden. Insofern ist der Euroraum so ein bisschen sowas wie die Hanse der Neuzeit. Wandel durch Handel ist ja nicht ganz neu, der Satz, oder? Ich kenne das Europageschäft aus eigenem Handeln und bin fasziniert davon, wie stark der Handel davon profitiert, dass er grenzüberschreitend ist. Mein Gefühl ist, dass ich über meine Grenzen, über meine engen Familiengrenzen, über die Grenzen Deutschlands in diesen europäischen Raum hinausdenken muss. Wenn man das Ziel benannt hat, dann muss man rausgehen und erklären, warum das ein richtiges Ziel ist. Und dann muss man dafür kämpfen. Und das wollen wir in der EZB gerne tun für einen stabilen und sicheren Euro und für ein integriertes Europa. Ich glaube, dass der Euro wichtig ist und richtig ist nach wie vor und dass Probleme nicht dadurch zu lösen sind, ob wir den Euro hätten oder nicht hätten. Meine Generation profitiert unendlich von Europa. Wir kennen es gar nicht anders, als grenzenlos in Europa zu leben. Und wenn das natürlich auf der Kippe steht, das macht mich dann auch emotional. Und das gibt so ein bisschen eine Einschätzung dafür, vor welcher Herausforderung die Europäische Union steht. Ich hatte sehr beeindruckt, dass er sehr ehrlich war und nicht behauptet hat, alles sei auf dem richtigen Weg und er wisse, es werde klappen. Wenn Sie dem Handel noch einen Tipp mit auf den Weg geben sollten, an dem von Ihnen neu regulierten, verbesserten europäischen Markt, in dem der Euro eine funktionstüchtige, stabile Währung ist. Stellen Sie 10.000 Leute in der Ausbildung mehr ein, als Sie heute im Plan haben. Das wäre der Wunsch. Ist ein persönlicher Wunsch. Mixen Sie das in Europa. Das wird Ihnen irgendwann nützen. Mixen Sie zwischen Polen, Litauen, Spanien, Malta, Deutschland. Ich glaube, das ist eine Investition. Wenn ich einen Wunsch habe, dann wäre das mein Wunsch. Meine Töchter kennen keine Grenzen innerhalb Europas mehr. Sie wissen nicht mehr, wie es ist, Geld umzutauschen, wenn man nach Italien geht. Es sichert den Frieden. Und ich finde, das ist doch unsere Zukunft. Frieden, ein einiges Europa. Mehr kann man doch der nächsten Generation gar nicht überlassen.